Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einem neuen Projekt, und zwar Oxygen Not Included. Das Ganze befindet sich noch in der Alpha-Phase, das heißt, es kann natürlich noch einige Bugs geben und so weiter. Aber ich dachte mir, wir können hier trotzdem schon mal einen kleinen Blick reinwerfen. Und ja, hier im Hauptmenü muss ich sagen, ich finde, es ist einfach liebevoll designt, jetzt schon. Also ich meine, wie gesagt, wir sind noch in der Alpha-Phase, wenn ich so überlege, wenn ich irgendwelche Spiele erstelle, dann sehen die Menüs meist nicht so schön aus in den ersten Stages der Entwicklung. Aber gut, ich meine, wir sind ja zumindest schon mal in der Alpha und ja, ich finde, hier passiert auf jeden Fall schon einiges in dem Hauptmenü, von dem her, ja doch, also gefällt mir auf jeden Fall. So, ich habe das Ganze schon mal, also ich habe schon mal ganz kurz reingeguckt, aber mehr oder weniger habe ich eigentlich noch wirklich fast keine Ahnung, was im Spiel genau auf uns zukommt. Von dem her, wir erstellen einfach mal ein neues Spiel. Wir machen hier ein Standardspiel, weil Custom, keine Ahnung, wir könnten hier noch einiges umstellen, aber wir nehmen einfach mal Standard und starten ein neues Spiel. So, und Oxygen Not Included werden wir auf jeden Fall noch sehen, warum das so heißt. Glaube ich zumindest. Ja, der Sauerstoff ist auf jeden Fall ein elementarer Bestandteil des Spiels. Sagen wir es mal so. Okay, noch wird die Welt generiert und gleich dürfen wir uns auch noch ein paar, genau, hier, drei Abenteurer dürfen uns auswählen. Wir könnten hier noch shuffeln, dann können wir quasi neue holen, neue erstellen lassen. Man kann die natürlich auch alle bearbeiten, das heißt, man kann andere Namen angeben und so weiter. Hier diese Skills kann man, glaube ich, nicht bearbeiten, das heißt, da müsste man dann durchshuffeln. Also das ist mehr oder weniger random und jeder hat eben auch hier solche Traits. Man hat in der Regel einen guten Trade und nochmal einen schlechten. Das ist ganz normal. Wie gesagt, das hat eigentlich jeder von unseren von unseren Teilnehmern hier. Ja, ich weiß gar nicht, was sind das eigentlich? Kolonisten? Aber wir werden sehen, was es sind. Aussätzige, na wie auch immer. Vielleicht sind es auch Klone. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kommen die aus so einer Klonmaschine raus, wie wir gleich sehen werden. Der hier hat nur einen Interest, aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier einfach mal nichts, sondern starten gleich. Man sieht zum Beispiel auch hier, der ist in Athletik sehr schlecht, aber alles andere ist eigentlich echt ziemlich gut. Ja, okay. Ich denke, das passt soweit. Hier können wir auch noch einen Namen angeben. Ja, wie nennen wir uns mal? Kolonisierungsbehörde 27. So. Okay, dann können wir, denke ich, mal starten. Embark, und hier landen wir. Und das meine ich hier, das sieht so ein bisschen aus wie ein Alert. Okay, I've awakened trapped inside an asteroid with a crew of 3 duplicates. Okay, also schon mehr oder weniger Klone, wenn ich das jetzt hier richtig übersetze. Resources are scarce. I can't remember how we got here. I need to help the duplicates survive if you're going to find answers. Okay, also wir sollen natürlich erstmal hier irgendwie unsere Kolonisierer überleben lassen, damit wir hier irgendwie mehr Antworten finden. Ja, das ist ja schon mal ein guter Plan. Man sieht hier schon, also wir haben hier quasi so ein Sauerstofflevel. Da kann man überall hinfahren und da steht dann eben entsprechend, wie viel Sauerstoff an der Stelle ist. Wir haben hier irgendeine Box mit Essen scheinbar drin. Okay. Und hier oben haben wir eben sogenanntes Oxylite. Und dieses Oxylite scheint eben hier so ein bisschen Sauerstoff zu produzieren. Ja, die ganzen Grafiken und Animationen gefallen mir auf jeden Fall schon ziemlich gut. Das ist halt, das ist von den Entwicklern von, wie heißt das, Don't Starve, glaube ich. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und, also der Grafikstil ist auf jeden Fall ziemlich einprägsam, sag ich mal. So, wir wollen erstmal unsere Base ein bisschen ausbauen. Und zwar müssen wir dafür erstmal ein bisschen diggen. Ja, wir müssen nämlich hier ein bisschen ausheben, damit wir überhaupt Ressourcen sammeln können. Deswegen nehmen wir hier unten mal dieses Dig-Tool und fangen hier einfach mal an. So, wir können hier gleich ordentlich was wegmachen. Hier auch noch. Ich weiß nicht, wenn wir hier jetzt noch mehr von diesem Oxylite freischaufeln, ob dann tatsächlich auch mehr Sauerstoff hier reinkommt, werden wir vielleicht noch sehen. Auf jeden Fall fangen die euch ja schon großartig an, alles auseinanderzunehmen. Das ist gut. Und dann können wir tatsächlich hier jetzt auch zum Beispiel solche Tiles bauen. So, hier haben wir noch was. Das müssen wir scheinbar noch vorher irgendwie entfernen. Ich weiß nicht, ob man das auch diggen kann. Scheinbar schon. Okay. Genau. Wir haben hier eben auch solche Oxygen-Sachen, mit denen wir dann quasi manuell noch Sauerstoff herstellen können später. Man sieht man zum Beispiel hier unten, könnten wir, glaube ich, nicht überleben.
Hier ist quasi kein Sauerstoff. Hier oben dafür wieder ein bisschen mehr. Ja, genau, hier. Da sieht man noch die Legende. Das heißt, hier kann man ziemlich gut arbeiten. Hier geht's noch. Also hier, wo wir gerade sind, ist es eigentlich noch ganz okay. Genau. Ich glaube, wir haben tatsächlich einen ganz guten Spawn erwischt. Könnte schlechter sein. Wobei ich nicht weiß, hier da oben haben wir Wasser. Und die Sache ist, wenn ich jetzt hier, wenn wir hier jetzt so einen Tunnel bauen würden, dann würde uns wahrscheinlich alles hier unten volllaufen mit Wasser. Ist vielleicht auch nicht unbedingt so das, was man haben will. Wir diggen hier gerade mal noch weiter. Und dann kann man noch einen Teil hier hinbauen. So, da haben wir hier solche Storage Compactor. Und ich glaube, da drin können einfach Dinge gelagert werden. Ich glaube nämlich, die liegen jetzt hier einfach so auf dem Boden rum. Geht zwar auch, aber ist natürlich nicht so schön. Deswegen, wir bauen uns ja gerade mal 3 Stück von denen hin. Dann können die den nämlich hier bauen und dann diese Materialien da reinlegen. Und jetzt ist denen schon kalt, so wie es aussieht. Okay, das wusste ich auch noch gar nicht, dass es hier so Temperaturen gibt, aber stimmt. Steht auch da, hier 22 Grad. Müssen wir vielleicht auch später eine Heizung bauen, wir werden sehen. So, hier haben wir auch nochmal Wasser. Das ist ganz gut, weil wir können hier solche Pumpen bauen unter Plumbing. Ach, das erste wäre ein Outhouse, damit die nämlich irgendwo kacken können. Und das bauen wir einfach direkt mal hier hin. So. Und dann könnten wir uns überlegen, vielleicht schon eine Leiter zu bauen. Damit wir hier vielleicht auch so ein bisschen in den Bereich kommen. Und hier unten haben wir noch diese lustigen leuchtenden Teile. Da würde ich ja auch gerne hin. Ich weiß nicht, ob die irgendwas bringen oder so. Wie gesagt, ich habe ja mal ganz kurz reingeschaut, aber noch nicht so wirklich viel. Okay, ich kann jetzt hier, da müssen wir wahrscheinlich das erst wieder irgendwie manuell entfernen. Deconstruct. So, zack. Okay, dann kommt das weg. Da haben wir nämlich eins zu viel gebaut. Perfekt. Und dann können wir hier in Base, huch, die Leiter, einmal nach oben durchbauen und dann entsprechend auch hier so nach unten. So. Haben wir doch schon mal eine schöne Leiter. Och, und nach oben können wir auch gleich. So. Ich weiß nicht, ob da, ich glaube, der Sauerstoff geht standardmäßig ein bisschen nach oben. Das heißt, wenn wir jetzt hier so einen Schacht nach oben bauen, müssen wir aufpassen, dass uns nicht der Sauerstoff abhaut. Würde ich jetzt mal vermuten. So, was haben wir hier? Da beschwert er sich scheinbar noch wegen irgendwas, aber ich weiß es nicht so genau was. Was haben wir hier? Ah, okay, wir haben zu wenig Ressourcen. Uns fehlt Erde. Okay, hier haben wir Kupfer, Sandstone, Dirt. Okay, das hier ist Dirt. Das heißt, wir müssen uns hier vielleicht sogar wirklich ein bisschen durchdiggen, einfach nur um Erde zu bekommen. So, unsere Kolonisten sind, glaube ich, 2 hoch. Das heißt, ich baue uns zumindest immer 2er-Gänge, Minimum. So. Und hier sollten wir... Wir können eigentlich hier gleich noch weitermachen. Wir machen hier noch Folgendes. So. Das machen wir auch noch weg. Und dann machen wir stattdessen hier noch einen gescheiten Boden hin. So. Dann sind wir hier quasi erstmal über diesem Wasserbecken und können uns dann vielleicht auch überlegen, eben hier eine Pumpe zu bauen. Also hier kann man Wasser in Flaschen abfüllen. Ah, okay. Ah, ja, 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 ja. Ziemlich groß, die Pumpe. Aber so wie es aussieht, funktioniert das hier. Oder? Bin mir noch unsicher, ob das funktioniert oder nicht. Vielleicht auch nicht. Kann sein, dass dafür hier keine Plattform sein darf, weil ich glaube, die Pumpe hat schon eine eigene Plattform. Das heißt, wir würden hier gerade nochmal sagen, Deconstruct. Da gibt es bestimmt auch hier, hier, Deconstruct. Zack. So, dann werden die beiden wieder entfernt. Ich hoffe, dass unsere Kolonisten hier nicht runterfallen. Nee, die können in der Luft laufen. Das ist ja auch ganz gut. Ja, okay. Also, ich weiß nicht, ob das noch irgendwann gefixt werden soll. Vielleicht ist es aber auch so gewollt, dass die... Wahrscheinlich eher nicht. Keine Ahnung. Naja, ist es auch nicht so schlimm. Wie gesagt, wir sind noch in der Alpha-Phase. Da sind solche Bugs noch ganz normal und davon wollen wir uns auch nicht großartig aufhalten lassen. Ja, perfekt. Ich weiß nicht, ob man das hier auch irgendwie drehen kann. Ich mache mal R oder Punkt, Komma. Nee, müssen wir das aber auch nicht. Wir packen es einfach mal so hier hin. So, unser Outhouse ist mittlerweile fertig. Das heißt, hier können sie auch ihre Geschäfte erledigen. Ja, sogar mit Toilettenpapier. Das ist ja richtig luxuriös. Und hier ist wahrscheinlich so eine Druckanzeige. Wir sind ja hier auf einem Kometen oder sowas. Hier oben haben wir auch immer Cycle. Okay. Also, ja gut, hier kann man auch spulen, aber das will ich jetzt gerade erstmal gar nicht. Wir haben ein Stresslevel. Wenn das Stresslevel zu stark steigt, dann ist bestimmt nicht gut. So. Und ein Immunsystem haben wir auch. Oh, was haben wir hier unten? Das sieht sehr toxisch aus.
Oh, Hydrogen. Also Hydrogen. Ob man das in die Luft sprengen kann? Vielleicht kann man ja solche Sprengarbeiten machen. Generell haben wir hier Phosphor, Granit. Also es gibt ja schon wirklich viele Materialien. Schon sehr interessant. Bin ich mal gespannt, was noch so auf uns zukommt. Und hier sieht man jetzt Erde. Hier unten ist zu wenig Sauerstoff, weil hier einfach noch nichts ist. Deswegen muss er jetzt hier hoch zum Atmen, um dann wieder runter zu gehen und weiterzuarbeiten. Okay, aber dann können wir ihm hier vielleicht so eine kleine... Ich meine, hier ist es eigentlich gut. Ah gut, hier ist schon nicht mehr so gut zum Atmen. Aber vielleicht können wir hier doch aufmachen. Na, wobei, wir kriegen ja eigentlich von nirgendwo Sauerstoff in diesem Bereich. Hier ist zwar Sauerstoff, so von Anfang an einfach. Aber ich sehe jetzt hier nichts, was uns großartig Sauerstoff herstellen würde. Und das Wasser verhält sich auch leicht merkwürdig. Aber gut. Auch da weiß ich nicht, vielleicht gehört das... Oh, ich wusste gar nicht, dass es hier andere Mobs gibt. Hier haben wir einen Drecko. Ich weiß nicht, ob man die zähmen kann oder so. Das sehe ich jetzt auch zum ersten Mal. Also in meinem ersten Spieldurchlauf bin ich ungefähr so weit gekommen wie jetzt. Sogar noch weniger, eigentlich. Storage not assigned. Ah ja, genau. Hier muss man irgendwie all. So, und dann sagen wir einfach, hier kann alles rein. Man könnte natürlich noch irgendwie ein Sortiersystem machen, aber dadurch, dass sich diese Kolonisten das eigentlich automatisch rausholen, ist mir das jetzt erstmal egal. So, wir haben jetzt eh Nacht, das heißt, hier schlafen die jetzt alle. Und ich habe immer Angst, dass sie mir hier verrecken, wenn die irgendwo schlafen, weil ich Angst habe, dass sie dann keinen Sauerstoff mehr bekommen. Und theoretisch, also wenn man schläft und dann der Sauerstoff quasi ausgeht, dann wacht man, glaube ich, nicht auf. Und was haben wir hier? Schläft der oder ist das... Ist das ein Mob? Ich weiß es nicht. Dirt? Leather, Sandstone. Sieht irgendwie aus wie ein Mob. Jetzt habe ich schon Angst. Vielleicht hat er uns schon einen Kolonisten getötet. Aber wir haben jetzt zumindest noch drei. Auch wenn ich sie jetzt gerade nicht alle sehe. Wo ist denn der Rest? Ich sehe nur einen. Zwei hier. Ach, die schlafen ja alle auf... Okay, die schlafen alle auf derselben Stelle. Deswegen... Ja gut. Okay, jetzt können wir auch tatsächlich mal spulen. Denn jetzt passierte gerade nicht viel. Aber wir können schon mal weiter planen eigentlich. Oh, was ist hier? Food Source und zu wenig... Oh, okay, zu wenig Sauerstoffgeneration. Also hier diese paar Oxylite scheinen schon nicht mehr auszureichen. So, und da ging gerade einer aufs Klo und... Ah, die müssen jetzt alle hier erstmal aufs Klo. Was die macht, weiß ich auch nicht. Okay. So, und da essen sie alle. Okay, ich glaube, das Essen geht tatsächlich auch schon zur Neige. Okay. Müssen wir uns mal beeilen. Nicht, dass wir uns hier noch alle vor die Hunde gehen. Das wäre nicht so schön. Ich meine, kann natürlich alles passieren. Wie gesagt, ich spiele dieses noch nicht sonderlich lang. Was ich weiß, man kann solche Schlafkabinen quasi bauen. Das möchte ich hier gerade auch mal nutzen. Dann bauen wir hier noch die Tiles, damit die hier schön drauf laufen können. So, und dann bauen wir hier oben so eine Schlafkabine vielleicht. So, ich hoffe, das funktioniert so auch mit der Leiter, aber sieht doch eigentlich ganz gut aus. Barely breathable. Okay, also Sauerstoff haben wir tatsächlich gerade ein Problem. Haben wir noch irgendwo Oxylite? Ah, so ein bisschen, aber halt nicht so viel. Wir haben zu wenig Oxylite. Ach, das wird sogar verbraucht, sehe ich gerade. Ach, das wusste ich auch noch nicht. Das wird sogar viel zu schnell verbraucht. Oh, wir spulen auch gerade. Aber trotzdem. Ach, du Heilige. Wir haben wirklich gleich Sauerstoffprobleme. Okay, da müssen wir uns schon anfangen, hier uns um Sauerstoff zu kümmern. Wir haben ja so ein Algengedöns. So. Das ist schon mal ganz nett. Da können wir schon mal einen hier bauen. Ich fürchte aber, der braucht Strom, wenn ich mich da richtig erinnere. Ja, wir werden sehen. Okay. Erstmal haben wir noch hier Ventilation. Nein. Furniture. Genau. Hier haben wir solche Cots. Das sind quasi solche, ja, im Endeffekt einfache Betten. Und da bauen wir einfach mal drei hin, damit jeder so ein Bett hat. Weil ich glaube, wenn die keine Betten haben, dann haben die Probleme mit dem Stresslevel oder so. Ja, schlafen ist wichtig, von dem her. So, hier haben wir noch ein Oxylite. Und dann bauen wir vielleicht noch bis dorthin durch. Huch, mit dick. So. Zack. Aber es ist halt nur eins. Oh, hier haben wir aber sehr viel Oxylite. Und was ist das? Das sieht ja auch schon wieder sehr spannend aus. Polluted Water. Von was wird denn das? Oh, hier haben wir Algen. Okay. Ingenious Rock. Okay. Alles interessant. Slime. Ah, okay, der macht das wahrscheinlich hier dann so polluted. Könnte ich mir vorstellen. Also ich glaube, da wollen wir uns erstmal nicht reindicken. Sonst haben wir hier gleich eine ganze Menge
giftige Dämpfe bei uns im System. Darauf kann ich jetzt erstmal verzichten, muss ich sagen. So. Power haben wir hier am Anfang nur einen Manual Generator. Und da ist es im Endeffekt ein Laufrad, wo sich dann einer von denen reinstellt und dann schön produzieren darf. So, jetzt haben wir gleich... Ja. Perfekt. Ah, da wird jetzt hier ein bisschen Sauerstoff hinzugefügt. Das ist ja auch schon mal ganz wichtig. So. Die drei Betten sind auch gleich aufgestellt. Okay. So, und hier unten. Okay, das scheint hauptsächlich... scheint das Materialien zu sein. Okay. Ja, die werden wahrscheinlich bei Zeiten dann hier reingepackt, aber gerade haben die eh noch viel zu tun. So, jetzt wird hier dieses Ding gebaut, mit dem wir endlich ein bisschen Sauerstoff produzieren können. Wobei wir, wie gesagt, dafür auch noch Strom brauchen, wenn mich nicht alles täuscht. Und Essen brauchen wir auch noch. Der Mikroben. Ah ja, genau, hier sieht man ja schon, der braucht Strom. Das heißt, wir machen jetzt hier erstmal eine ganz simple Steuerung. So, wir bauen jetzt hier mal dieses komische Rad hin. Dann können wir vielleicht diesen Mikrobenmascher noch hier hinsetzen. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein gutes Layout ist. Wahrscheinlich nicht. Wir werden sehen. So, okay, das ist aber schon mal gebaut. Aber, ja, hat noch keinen Strom. Deswegen passiert ja auch noch nichts. Aber hier ist es zumindest noch ziemlich gut zum Atmen. Ah, da bin ich ja froh. Okay. Essen haben wir, glaube ich, auch noch ein bisschen. Also hier oben steht irgendwas von den Kalorien. Ich weiß jetzt nicht, ob das ist, quasi wie gut die Leute hier gesättigt sind oder wie viel wir noch übrig haben. Kann ich jetzt noch nicht sagen. Naja, Basic Controls, wir kriegen ja ein paar Tipps. Okay, wir können irgendwie mit Tab... Ah ja, das kennen wir eigentlich schon alles. Okay. Ja, das ist erstmal nicht so spannend. Kolonie Management. Mhm, ja. Na gut, das Dig-Tool haben wir schon verwendet. Das ist jetzt auch nichts Neues. Ah ja, und jetzt lagern die hier auch endlich mal was ein. Sehr schön. Damit nicht immer der Dreck rumliegt. Damit es nicht so aussieht wie bei mir zu Hause. Oder so ähnlich. So, no fabrications cute. Hier können wir zum Beispiel Maschbar herstellen. Das sieht auf jeden Fall sehr gesund aus. Okay. Ja. Allerdings, continuous. So, jetzt sagen wir, da soll immer diesen Masch herstellen. Allerdings braucht er jetzt noch Strom. Und dafür fehlt jetzt eben entsprechend das Kabel. Ich glaube... Ah, hier steht auch, wie viel was braucht. Das ist ja gut. So geht das. Und geht das auch so? Ja, das sieht doch gut aus. So, dann wird das Kabel jetzt gebaut. Wir haben jetzt keine Batterie, aber ich glaube, eine kleine Batterie ist quasi immer eingebaut in den Geräten. Hoffe ich zumindest. Ja. So, perfekt. Die Ellie, die rennt hier schon fleißig rum und produziert hier Strom, damit wir ein bisschen Sauerstoff... Ah, perfekt. Ja, wir produzieren Sauerstoff. So, wir haben hier allerdings immer noch diese Warnung von wegen, dass die Sauerstoffproduktion nicht ausreicht. Ach, und es füllt sich auch. Okay, das ist also der Füllstand. Das ist natürlich auch unschön, dass sich das hier füllt. Bottle Emptier. Warum brauchen wir den? Ich weiß es wirklich nicht. Damit können wir anscheinend Wasser wieder zurück in die Welt laufen lassen. Aber warum sollten wir das wollen? Und wohin? Ich meine, wir könnten hier zum Beispiel den hinbauen. Und dann, so wie ich das jetzt verstehe, müssen wir jetzt hier einmal reindicken. Hoch nicht dicken, wir müssen es entfernen. Wo haben wir es denn? Deconstruct. Perfekt. So. Und dann. Ja, ich glaube, wir brauchen eine Batterie. Doch. Nur jetzt ist es wahrscheinlich schwierig, einen im Nachhinein hinzuklemmen. Na, da hätte ich vielleicht mal früher nachdenken sollen. Naja, okay. Wo haben wir denn theoretisch noch. Haben wir noch dieses riesige Wasserreservoir? Ich weiß nicht, ob man das irgendwie entfernen kann, also komplett leer pumpen kann. Ja, wahrscheinlich schon. Aber es dauert. Es wird dauern. Na gut. Okay, wir spulen erstmal nochmal, weil gerade haben wir wieder nicht so viel zu tun. So, hier ist jetzt, glaube ich, diese Sauerstoffwarnung. Und deswegen geht die Ellie... Ach, die scheint gerne hier zu laufen. So, und die produziert jetzt gleich wieder schön Sauerstoff. Sehr gut.
Dann Duplicate Movement. Was haben wir hier noch? Ja. Was sind denn Errands genau? Ah ja, okay. Auf jeden Fall können sie eben nur zwei Blöcke quasi hochspringen. Aber wir haben ja Leitern, von dem her ist es eigentlich nicht das Problem. Okay, und wir können jetzt einen hier auswählen, zum Beispiel den ihn hier. Und können jetzt Show Navigation. Und dann sehen wir, wohin er überall kommt. Ah, cool. Okay. Das heißt, er kommt hier quasi lang. Er kann hier auch drüber springen, also das ist okay. Er kommt hier entlang, klar, und die Leiter hoch und runter. Und mehr haben wir auch noch nicht wirklich gebaut. Dann würde ich aber sagen, bauen wir hier mal das hier auf. Jetzt, wo wir Sauerstoffproduktion haben. Er hat zwar noch nicht so viel, aber trotzdem, ich will jetzt hier mal die Basis noch ein bisschen vergrößern. Und ich will schauen, was es mit den Dingern hier auf sich hat. Wild, happy, unreachable. Ja, noch. Aber bald können wir es erreichen. Und dann haben wir auch CO2. Ist vielleicht gut für Pflanzen, ich weiß es nicht. Kann sein, dass sie das irgendwie brauchen. Hm. Na gut.